Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Beute heute. Und der Carsten hat mich gerade besucht und hat mir etwas verkauft. Und zwar, das ist ein altes Telefon im quasi Neuzustand, original verpackt, ein Hagenuck, ein Festnetztelefon. Ja, ist aber auch schön, weil ich gesagt, nehme ich auch. Das hier im Grunde genommen, guck dir mal den Knochen an. Die Handys sahen ja damals nicht wesentlich anders aus. Tatsächlich so. Hier ist die originale Beschreibung noch mit dabei. Wir können ja mal gucken. Es ist von 1992. Das ist, ja, wie gesagt, leider ist hier kein Kassenzettel mehr mit bei, damit man sagen kann, wow, war das mal teuer. Autogrammkarten. Von Radrennfahrern. Den einzigen, den ich davon kenne, ist Erik Zabel. Ja, die sind alle signiert, original signiert. Ist Deko natürlich für den Fahrradladen hier. Was soll ich andere damit machen? Also ich hänge die mir alle hin. Wo ist er? Wo ist er? Der Zabel. Da. Den kenne ich. Die anderen kenne ich nicht. Ja, das sind ein paar. Thorsten Williams. Naja, kenne ich halt nicht. Ist mir auch zu neu. Die älteren wären mir lieber gewesen. Die alten Stars von früher. Aber als Deko nicht schlecht. Das hat er mir vorbeigebracht. Dann hat er mir einen sehr schönen Solingen-Katalog mitgebracht. Also Messerkatalog. Besteckkatalog. Total toll. Scheiden für Messer. Kleine und große. Schaut euch mal an. Wie geil ist das denn? Mann, 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 die hätte ich gerne. Also wirklich. Hat der Dinger bei. Klappzack messen. Super. Vielen Dank dir. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Springmesser. Wunderbar, was für schöne Dinger. Hier, schau da mal. Dolche. Eieiei. Naja, ist ein schönes Ding auf alle Fälle. Kostet richtig Geld eigentlich. Ein schönes Schild hat er mir eben. Der Keller darf nicht mit Licht oder Lampe, sondern nur mit geschlossener Laterne betreten werden. Heißt so viel wie, du darfst halt nicht mit offenem Licht, also mit einer Kerze oder so, in den Keller gehen oder auf Böden gehen. Das war halt früher wegen der Feuergefahr. Solltest du nicht mit offenem Licht rumlaufen. Wenn du dann stolperst, dann brennt der ganze Boden ab, brennt der Keller ab, brennt das Haus ab. Dann habe ich gekauft. Und ihr seht, habe ich noch nicht mal reingeguckt, ein Junghans Hauptkatalog 1936 und 37. Ich meine, den Junghans Katalog. Der ist immer gut. Da gibt es immer Sammler für, die sowas kaufen wollen. Und 36, 37 ist ja nun auch mal schön. Ne? Da ist alle drin. Das gesamte Programm. Vom Wecker. Kleine Reiseuhren. Schreibtischuhren. Hier auch. Schreibtisch. Auch Schreibtisch. Buffetuhren. Bis hin zu Stoppuhren. Standuhren. Wanduhren, Küchenuhren, alles Mögliche ist hier drin. Mit den Preisen, ne, damals. Tippitoppi. Das ist ein genialer Katalog. Der bringt ein wenig Geld. Der Beste, was er mir heute angedreht hat, gebracht hat, aber gleichzeitig wieder sehr enttäuschend ist, ist Ersatzgeld aus dem Ghetto in Theresienstadt. Das ist natürlich ein Stück Geschichte, ja, absolut. Was damit passiert ist allerdings, ist ein echter Frevel. Es wurde einlaminiert. Es ist wirklich ein Graus. Die Scheine sind in bester Qualität. Der Schein hat die Nummer 10. Ich habe hier sogar einen Schein mit bei, der hat die Nummer 1. Die sind fortlaufend nummeriert. Theresienstadt am 1. Jänner 1943. Unterzeichnet von der Älteste der Juden in Theresienstadt, Jakob Edelstein. Quittung über eine Krone. Es ist echtes Geld, aber es ist scheiße nochmal einlaminiert worden. Man muss schauen, ob man das rausbekommt, ob man das wirklich irgendwie rauslösen kann. Also das wäre, also wer das gemacht hat, der hat... Es ist ein ganzer Satz.
ist von einer Krone bis 100 Kronen ist alles dabei. Und der 100-Kronen-Schein ist sogar noch schräg durchgeschnitten worden. Also, das ist echt ein Graus. Ich habe es trotzdem gekauft, weil es ist richtig selten. Wer schweißt denn sowas ein? Hier, die 01. A001. Erste Serie, Nummer 1. Dritte Serie L, schon. Ja, das ist Serie C. Ich hoffe, ihr kriegt die rausgelöst irgendwie. Kriegt die irgendwie da raus. Man kriegt sie nicht raus. Keine Chance. Tja, ich hab's trotzdem gekauft. Deko ist es allemal. Die sind entwertet dadurch. Mann, das ist doch schön. Kannst du auch mal machen. Gut, das war's von Beute für heute. Beute heute. Für heute. Mal gucken, was demnächst so kommt. Ne? Also bis dann. Ciao.